Hallo, einen recht schönen guten Tag von Typisch Usbekisch. In unserem heutigen Videobeitrag der Flug von Taschkent nach Nukus. Nukus im Westen der Republik Usbekistan, das ist die Hauptstadt der souveränen Republik Karakalpakstan. Usbekistan besteht auch noch aus einer souveränen Republik Karakalpakstan im Westen. Und die Hauptstadt ist Nukus. Der Flug ist am frühen Morgen, es gibt zweimal am Tag. Wir fliegen mit Boeing 767 um 7 Uhr. Der Flug dauert circa eine Stunde. Während des Fluges werden kleine Snacks gereicht und Getränke. Der Flug geht von dem lokalen Flughafen der Stadt Taschkent, der ist auf der anderen Seite vom internationalen Flughafen. Wir heben gleich ab. So abgehoben, nun sind wir in der Luft und können einen Blick auf die Stadt Taschkent im frühen Morgen werfen. Es ist heute ein bisschen nebelig. Man sieht die Wohnviertel, die in Nähe des Flughafens stehen und die Kläranlagen um die Stadt Taschkent. Während des Fluges sehen wir auch noch Berge und meist Richtung Westen zwei Wüsten, eher gesagt drei. Die erste ist Karakum, Schwarzsand, Kızılkum, Roter Sand und es gibt noch eine dritte Wüste, die künstlich geschaffen worden ist in den letzten 30 Jahren. Das ist die Wüste Aralkum an der Stelle des früheren Aralsees. Der Aralsee ist im Westen der Republik Usbekistan in der souveränen Republik Karakalpakstan nähe der Stadt Muynak. Ein ruhiger Flug, wir fliegen über die Wüste und nähern uns dann der Stadt Nukus. Man sieht schon im Anflug die städtische Infrastruktur, die kommunalen Einrichtungen. Ein paar künstliche Seen. Die Stadt Nukus hat sich in der letzten Zeit sehr herausgeputzt. Es sind sehr viele neue Bauten entstanden, die Straßen erweitert worden und die wichtigste Sehenswürdigkeit der karakalpakischen Hauptstadt, das Savitsky Museum, mit einer der größten Sammlungen an Avantgarde-Bildern umgebaut und erweitert worden. Das Museum besteht nun aus drei großen Gebäuden, aber selbst diese drei können nicht die ganze Sammlung und die Kollektion beherbergen. Landung auf dem internationalen Flughafen der Stadt Nukus. . 2019 wurde der internationale Flughafen der Stadt Nukus komplett umgebaut.
und modernisiert. Hier ist noch mein Blick auf das Gebäude vom Rollfeld und Empfang war auch sehr schön. Die Stadt Nukus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.